Man hat dann erzählt, wo hat er sich umgebracht, wo lag die Leiche und so weiter. Und wie ich klein war, habe ich immer in dieser Ecke gespielt, wo der Typ sich gekillt hat. Was geht YouTube? Willkommen zu einer neuen Folge Sozialstunden-Podcast. Folge, wie viele Folge, Donny? Wissen 17. wir nicht. Folge. 17. 17. Folge. Und ja, heute plaudern wir wieder mal ein bisschen und wir freuen uns, dass du wieder eingeschaltet hast. Du. Du, genau du, ja. Aliens, Mann. Was sollst du sagen zu Aliens? Schau, Aliens. Was ist deine Theorie? Meine Theorie. Genau, wir haben und vorhin, die stimmt auch. Wir haben vorhin ein bisschen Aliens angeschnitten. Und Donny hat eine Theorie zu Aliens, die wollen wir jetzt hören. Wenn ich sag, stimmt's. Schau, Aliens sind eigentlich Djinns, Dämonen, die in anderen Planeten wohnen. Und leben. Wisst ihr? Weil keiner hat die noch nie gesehen. Keiner weiß was von denen, außer irgendwelche Theorien, die nicht stimmen. Außer meine halt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber wie meinst du Jeans? Ja, ja, es gibt Leute, die wissen nicht, was sind Jeans? Also Dämonen einfach, in, bei dass den anderen. Aliens Dämonen sind. Ja. Und auf anderen Welten sind und hierher kommen. Planeten wohnen, leben. Leben, Jeans. Hm? Und wie kommst du auf diese Theorie? Ich spüre das. Du spürst das einfach? Das ist safe so, das ist 100% so. Nein, ich glaube keiner, nicht. Keiner weiß, wie die ausschauen. Ja, wenn die dir sagen, es gibt die, keiner hat die noch nie gesehen, wie soll das, wie? Ja, aber Dämonen bzw. Djinns leben ja hier. Die können mäßig. Auch, die können auch drüben leben. Was, wenn die unter uns sind, gemischt? In Form von uns? Vielleicht. Was, wenn du einer bist? Wieso bin ich einer? Ich weiß nicht. Ja, ich bin keiner. Okay, da haben wir es. Man weiß ja nicht. Irgendwo gibt es so Djinns, Dämonen, Hexen und sowas? Ja, ja, ja. Hexen? Ja, wie Hexen? Ja, die so dich verzaubern können. Frauen, die ich glaube, es gibt Hellseherinnen, Mann. Diese, das sind ja Hexen, oder? Die sagen ja irgendwas. Sagen, ja, aber die haben nicht wirklich irgendwelche, das ist nur ein paar Laber, oder? Das Ding ist, ich glaube den Scheiß nicht, aber Familie von mir, die waren ja bei solchen Sachen. Ja. Die waren bei sowas und die wissen schon ein paar Sachen. Aber ich glaube, das ist so eine Zirke einfach. Die sagen so zum Beispiel? Ja, was? Ja, ich kann das jetzt nicht sagen. Also, ja, aber ein Lebensbeispiel. So, was... Er hat ihm irgendwas gesagt und keine Ahnung, so ein, zwei Monate später ist es passiert. Schwör? Ja? Aber war das sehr spezifisch so? Das ist halt das Ding. Ich glaube nicht, dass es so ganz genau war. Ey, deswegen. Ja, vielleicht labern die einfach nur irgendwas. Das ist genauso irgendwas wie Horoskop oder genau. Die sagen dir Eigenschaften, du bist. Aber es gibt ja dieses. Dies und das und dann. Es gibt ja im Islam diese ganzen Dings, diese. Es gibt diese, geben Papier, keine Ahnung, geben so Haare von Menschen rein, schreiben irgendwas in deine Schrift ja. Und geben sie so unter das Haus oder so. Und soll dir Unglück bringen oder so. Sterben oder wie? Keine Ahnung, Unglück einfach. Ja. Wer heißt das so durch? Bei uns heißt Sehiri, ich weiß nicht. Also Verfluchtdinger so. Ja, sowas. Das gibt's ja safe, oder? Weiß nicht. Du glaubst wirklich an so schwarze Magie und so? Also du glaubst nicht dran? Halt, ich glaube nicht dran, aber ich weiß, dass sowas gibt, sowas ähnliches wahrscheinlich. Ja, es gibt eh sowas, aber ja, ich glaube auch, dass es schwarze Magie und sowas gibt. Ob es so extrem funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mehr Kopfsache. Ja, es gibt ja auch so manchmal so... Ja, wenn du sagst, das ist mehr Kopfsache, dann gibt's das nicht. Beispiel, du erzählst es mir, gell? Du bist jetzt eine Hexe, Mann. Ich wie die Hexe. Du erzählst mir sowas und ich sag's, na, ich glaub dir nicht. Aber dann passiert irgendeine Sache, die du gesagt hast, so circa, weißt du, so halbwegs denkst du auch, er hat vielleicht recht. Er hat mich verhext. Weißt du, mein Freund? Da spielt sich in deinem Kopf alles ab. Ja, wenn es nicht passiert, dann das, nicht so. Okay, ich sag dir jetzt, du hast irgendwann mal, ich sehe in deiner Zukunft, du hast einen Autounfall. Ja, irgendwann mal hast du einen Autounfall in 3 Jahren und dann hat Ibi hat das gesagt. Ja, aber trotzdem ist es ja im Kopf, oder? Aber dann, ja, Bro. Willst du dran denken? Ja, aber das ist so, irgendwann passiert es, weißt du? Ja, ist so, wenn jemand sagt, ich verhext dich, und es passiert im Alltag, passieren dir irgendwelche Scheiße. Ja, ey. Ich weiß glaubst nicht. Du dann, stell dir vor, keine Ahnung, dir fliegt irgendwas runter, geht irgendwas kaputt, und glaubst du, du bist verhext? Ich geh zum Hojo. Aber glaubst du, meinst du, dass jemand dir was sagt, und dann denkst du die ganze Zeit dran, und das ist ja dem Hintergedanken. Denken passiert das oder was, weil in du der so ansichtsmäßig oder wie? Das ist so im Kopf hinten irgendwo. Okay, das ist auch Psychologie. Ja, ja, aber es gibt ja auch so, das heißt manifestieren. Ja, ja, ja. Ja, aber glaubt ihr so manifestieren, money? So gesetzte Anziehung? Manifestieren wir Head, man. Manifestieren, Money, manifestieren. Die ganze Zeit nur Money, Money. Es geht nur um was Cash. Was Bara. Glaubt ihr so ein Gesetz der Anziehung und manifestieren und sowas? Ja, ja, ja. Ja, ja den psychologischen Teil davon. Ja, was ist der psychologische Teil wenn davon? Wenn du es dir selber einsprichst, einredest, passiert es. Ja, du bist halt motiviert und machst was in die ja, Richtung. Ja, wenn du es die ganze Zeit sagst, dann ist das in dem Vordergrund von deinem Kopf. Und dann denkst du die ganze Zeit, ja, ich muss das machen. Also, du denkst halt die ganze Zeit daran. Du sag mal jetzt, ich sage, das mit dem Podcast zum Beispiel, ich muss einen Podcast machen, wir müssen mehr machen, dies, das. Wenn ich die ganze Zeit daran denke, dass der Podcast groß werden soll, dann wird er groß, weil ich was dafür mache. Weil ich die ganze Zeit daran denke und dann arbeite ich daran.
Aber das passiert ja nicht so. Ja, wenn was? Ich die ganze Zeit daran denke und dann in mein Zimmer chille, Bruder, dann passiert das ja nicht. Ist dir das noch nie passiert, dass du die ganze Zeit an eine Person gedacht hast und dann hast du die Person gesehen? Crush oder was? Nein, ja. Aber du denkst an eine Person und dann siehst du diese Person auf einmal. Wo? Am gleichen Tag oder ein paar Tage später oder sowas. Ach so. Ja. Mir ist so oft passiert, dass ich an jemanden denken muss den ganzen Tag und dann sehe ich ihn. Ja, aber das, ich glaube, das... Es kann Zufall sein. Es kann eher sein, dass man manchmal so an Leute denkt und dann sieht man die wirklich. Ja, ich schwör. Auf einmal zufällig so beim Fortgehen auf einmal. Das ist mir gerade vorher passiert, Mann. Ich musste diese Kameras holen gehen. Konrad da unterwegs, er sagt so, ja, dann geh halt zu Fuß, weißt du, dann geh ich zu Fuß. Ich will diese Kameras holen, ich geh runter. Wen sehe ich da? Der Lupa. Ja, aber es ist manifestiert, dass du mich siehst. Ich habe daran gedacht, so wäre jetzt nice, wenn ich habe mir so überlegt, soll ich dich anrufen, so, vielleicht bist du gerade da, dann können wir gemeinsam fahren. Und dann warst du da. Das ist Zufall. Das ist Zufall. Ja, das ist Zufall, bis ich manifestiere. Aber ich glaube, so wenn du die ganze Zeit so an etwas denkst, an jemanden denkst, dann kommt es vorher in deinem Leben so. Beispiel. Beispiel? Ja, Beispiel. An wen denkst du so, oder? Nein, Beispiel. An Frauen, oder? Nein, nicht an Frauen. Aber du nicht an Frauen? Nein, aber ich denke mal dann... Manifestierst du? Nein, ich habe... Was manifestierst du? Nein, aber ich denke mal so an Leute von früher. Zum Beispiel letztes, das ist mir, glaube ich, vor einer Woche passiert. Ich habe so an einen... da habe ich nicht an jemanden von früher gedacht, sondern an jemanden... Ein bisschen runter. Das Mikrofon. Du. Ach so. Das Mikrofon. Ich hab an einen Typen mit mir im Büro gedacht, okay, weil wir haben geredet und dann musste ich an ihn denken. Dann habe ich an ihn gedacht, was er so gesagt hat und weißt du, dies, das. Und am gleichen Abend habe ich ihn, Bruder, zufällig gesehen in einem Restaurant. Weil ich dort essen war und er war auch dort, Bruder, Party schon weiter. Nee. Weißt du, was ich meine? Aber ich musste den ganzen Tag an ihn denken und am gleichen Abend habe ich ihn noch gesehen. Und ich, Bruder... Wieso denkst du an einen anderen Mann? Das ist wohl die erste Frage. Aber hast du nicht so, wenn du so alte Freunde hast und denkst so, okay, an Zeiten früher, was macht der jetzt wohl? Wie geht's dem gerade und so? Ja, Wien ist klein, Bruder. Wien ist klein. Ja, aber so klein, dass du einfach so... Restaurant gehst. Restaurant ist, und dann siehst du den... Wie oft so. Denkst du an deinen Arbeitskollegen? Er ist ein Arbeitskollege, du siehst ihn oft, dann auf einmal hast du deinen Gedanken, ja, okay. Hin und wieder denkst du halt so, da war eine ganz lustige Geschichte am Tag. Fix nicht. So, du hast so eine Sekunde, wo du einfach ja, an jemanden so, denkst und dann auf einmal siehst du ihn. Ja, aber du siehst ihn oft, du denkst oft daran, aber du siehst ihn oft nicht. Nein, aber es war so ein Ding so, schau, weil ich und er wetten manchmal, so wenn, keine Ahnung, wir spielen Tischfußball, er sagt ja, wenn du, zum Beispiel, wenn du verlierst, musst du Subway holen gehen für uns. Ich so, okay, passt, weißt du, dann spielen Tischfußball, dann so etwas, weißt du, und wir haben auch irgendwas gewettet, wenn ich das und, wenn das und das dieses Monat schafft, der bekommt El Gaucho gezahlt, weißt du, auf den. Okay. Und was? Die reden dauernd über El Gaucho, die wetten dauernd über Essen über El Gaucho, weißt du? Was ist El Gaucho? Ein Steakhouse. Ach so. In Wien. Und die wetten, immer wenn sie so etwas wetten, dann wetten sie mäßig so El Gaucho, okay? Und hast du dort ihn gesehen, oder was? Und ich habe ihn in El Gaucho gesehen, Bruder. Ja, das heißt, die gehen da immer hin, ja, Bruder. Nein, Bruder. Die gehen da nicht oft hin, Bruder. Bro, das ist genauso wie bei uns. Wir reden andauernd über VIP, sagen wir mal. Und wenn wir fortgehen, wir gehen in ein zwei Clubs. Hubschrauber. Was ist das für Serte? Was war das für Endlieb? Wenn wir über Fortgehen reden, sagen wir, die reden über Restaurants, reden immer über das. Das heißt, die gehen dort oft essen. Wir reden über Fortgehen, wir reden über VIP. Dann sehe ich. Aber ich gehe dort nicht oft essen, Bruder. Weißt aber die. Ja, eh. Er geht nicht dort. Aber auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass. Schau, ja, aber wenn die essen gehen, gehen die dort essen. Nein, auch nicht. Bruder, wenn du in meine Wohnung gehst, die Wahrscheinlichkeit, dass. Du bist nicht oft hier, aber ich bin immer hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mich hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich sehe, ist ja, nicht aber so. Deine Wohnung gibt es also nur einmal. Dass du mich dieses siehst. Restaurant gibt es mehrere. Ja, aber wahrscheinlich haben die ihre eigenen. So, Bro, hier, Restaurant. Es gibt auch mehrere Le Burgers, Bruder, aber ich gehe immer nur in. Den gleichen. Donutzentrum. Egal, glaubt den Hexen oder nicht. Ah, Bro, ja. Teilweise, ja. Hey, was für Hexen an Jeans, Mann, Dämonen. Glaubst du denn so, dass man so Geister beschwören kann und so einen Scheiß? Nein, also beschwören nicht sowas. Glaubst du nicht, dass du so... Aber wie machen die das mit so einem Stift und so einem Scheiß? Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, gut gemacht, Mann. Die machen das ja, so. Da muss nicht so ein Rumäner-Trick dahinter sein. Bruder, falls ein... falls eine Hexe das sieht, der Rumäner, ein Rumäner das sieht. Eine Hexe. Bitte. Ich hätte Loki Angst, mit einer Hexe zu reden. Also. Ja, oh, ich habe Urbock, mit der zu reden. Ich habe auch Bock, aber... Und wir holen noch einen Hoja dazu. Wie scheiße ist das? Das wäre so spannend. Das wäre so spannend. Was der eine oder die andere? Das sind ja Feinde. Ja, safe sind Feinde. Das wäre so. Ja, ich glaube auch nicht an sowas, Mann. Die sind einfach nur kaputt im Kopf, die Menschen, Mann. Halt glaube ich Hexen. Auch. Hexen, Mann. Die sind wie Crackies, oder? Ja. Bruder, Hexen haben keinen Hexenhut an und hier eine Warze auf der Nase und so eine lange Nase, Bruder. Schau mal. Normale Menschen, Bruder. Wie du. Aber manche. Ja, aber ich glaube nicht, dass diese normalen Menschen irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten haben. Aber ich glaube. Aber das Ding ist, manche aber sind die so drin in diesen Scheiß. Ja, so die machen Karten legen irgendwas und können so. Die. Irgendwas, so kleinem, irgendwas. Ich kann es auch nicht glauben. Ich denke, wieso soll er das können? Ja, keine Ahnung, Mann. In dem Sinn bin ich, wie sagt man Leute, die nicht an, Gott glauben? Atheist. In dem Sinn bin ich Atheist. Da war ich in der Schule. Ja, du denkst, genauso, du wie Leute, genauso wie Atheisten denken, dass Religion
Blödsinn ist oder ausgedacht oder so. Das denke ich mir bei diesen Hexen-Sachen. Ja, ich weiß nicht. Das ist einfach gefährlich, ja. Ich glaube, es gibt sowas, aber nicht so extrem. Meine Mutter hat immer gesagt, mach so einen Scheiß nicht. Mach so mit Geist, dann beschwör keine Geister, ist das. Du weißt nicht, was passiert. Vielleicht kann sein, dass es Blödsinn ist, aber was wenn nicht? Und dann beschwörst du einen scheiß Dämon und dann bist du im Arsch. Oder? Auf chillig, er verliebt sich in dich. Ich glaube erst, wenn ich sehe. In Dämon? Kann sich in dich verlieben, ja? Es gibt eh Frauen, die Dämonen sind, Alter. Na, aber in meinem Teil in Serbien kommt schon so oft schwarze Magie und so ein Scheiß vor. Ich sage, Mazedonien ist Katastrophe. Da sagt man nicht, dass es schon Hexen gibt und so. Ja, aber passiert denn was? Gibt es Geschichten, dass da jemandem was passiert ist und so? Es gibt schon so Stories und sowas. Angeblich, ja, das erzählt man sich halt im Dorf, aber angeblich gibt es halt so Hexen. So, es wird sogar erzählt, dass meine Uroma Mutterseite Hexe war, weil sie urlang gelebt hat. Und sie sagen, ja, weißt du, Gott wollte nicht in den Himmel holen, die war sicher eine Hexe, weißt du? Oh. Solche Sachen. Und vor allem bei uns, weißt du, bei diesem, eben bei, weißt du, Walachen, Bruder, weißt du, gibt es so viel schwarze Magie. Walachen? Ja, so Walaschka Magier, Bruder. Wenn du den Serben ansprichst, Walaschka Magier, jeder weiß, was Walaschka Magier ist, Bruder. Das ist was so schwarze Magie. Ach so, okay. Aber das heißt so Walachen-Magie, heißt das übersetzt. Aber das ist so eben schwarze Magie, weil angeblich so Walachen viel Magie machen. Und in meiner Familie, Bruder, jeder weiß ein bisschen was über schwarze Magie. So, jeder kennt ein paar Schmähs und einen Scheiß, Bruder, weißt du? Ach so, du bist... Ja, aber meine Familie beschäftigt sich nicht damit, weil das ist gegen die Kirche, Bruder. Also bist du Jesus-Gang. Ja, ich bin Jesus-Gang, Bruder. Aber auch allein daran zu glauben, ist ja schon... Ja, ist es nicht Dämon? Ist es nicht du darfst nicht daran glauben? Wenn du Hexe bist, bist du nicht Teufel. Es geht nicht darum, dass du das anbetest oder Satanismus? So. Allein schon daran zu glauben, oder? Nein, man sagt, es gibt weiße Magie und schwarze Magie, Bruder. Weißt du? Ja, aber ist diese schwarze Magie nicht Satanismus? Normale Magie und schwarze Magie ist so... Weißt du? Was ist leiste Magie? Was ist gute Magie, Bruder. Was ist ich, Bruder? Ganz guter Glauben. Ja, aber dieser Satanismus ist das. So wie bei den Promis, dass alle angeblich Satan anbeten und so weiter. Ich bin auch Illuminati. Also glaubst du, ist das was dahinter? Diese ganzen, dass wenn ein Promi auf ein bestimmtes Level kommt und auf einmal fängt er an, so bei Grammys und so mit Ich weiß Teufel. Nicht, Bruder, ob man das glaubt. Das ist halt, warum jeder? Es ich glaube, das ist nur Show. Viele, dass glaub, das nur es Show. Sind zu viele, dass ja, es ist zu viel, dass man nicht was dahinter kann. Ist. Ja, aber stell dir vor, du bist Musiker und es läuft bei dir gut. Wieso irgendwann mal... Wieso machst du Dämonen-Scheiß so? Als Teufelsanbeter? Ja, du bist ja noch mehr im Gespräch. Ja, nicht weißt unbedingt. Du wärst ja auch so im Gespräch. Du bringst einfach diesen Satanismus in dieses Spiel rein. Wieso? Ja, ganze, das ist auch, ich glaube zum Beispiel... Das ist einfach nur nice. Ich weiß nicht. Es ist einfach nur spannend, oder nicht? Nein, aber die bringen... Okay, sag mal, du bist Rapper. Mhm. Und dann irgendwann mal, du bist auf einem bestimmten Level und du denkst, ja, ich mache jetzt... Satan. Safe. Würdest du mal? Safe. Ehrlich jetzt, Bruder, ehrlich. Du bist schon so auf dem Punkt, du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und du willst einfach machen? Das machen, wahrscheinlich, wieso machen sie es sonst? Ja, aber danach machen sie dann halbwegs religiös. Machen sie also dann so eine Teufel-Performance. Aber mit diesem ganzen Satan, mit diesem ganzen Satan-Scheiß, mit diesem ganzen Satan-Scheiß wollen die ja anspielen, dass sie ihre Seele an den Teufel verkauft haben für Ruhm. Wie wir für 100 Klicks. Das ist das. Ich verstehe nicht, warum jeder... Nein, ich fühle das gar nicht. Ich glaube, das ist ein Hype-Dings da einfach nur. Naja, das nein, Mann, weil das passiert, das ist nicht so, das ist kein Trend, so. Nächstes Mal wissen auch so. Vielleicht ist es einfach nur so abgefuckt. Auf einmal es läuft und wir sind auf einmal ganz... David Stern. Ich habe urviele Videos dazu angeschaut, so diese Verschwörungstheorien. Oder? Ist das nicht Judentum? Ja, Mann. Aber das ist doch dieser Dings, sagt er. Umgedrehte. Umgedrehte. Ja, schau. Ja, aber das ist nicht David Stern. Das ist das Gleiche. Ja, chill. Wie heißt das? Pentagon? Keine Ahnung. Pentagramm. Hexagon. Wegen sechs Seiten. 666. So ist es. Und okay. Ding, was ich glaube ist, du kommst zu einem bestimmten Level und wenn das halt stimmt, dass diese ganzen Leute so Teufelsanbeter sind, diese, die Welt laufen mäßig, was ich meine, ja. Und das Business und so ein Scheiß. Und dass sie denen dann sagen, wenn die zu einem bestimmten Level kommen wollen, dass sie dann so Sachen machen müssen, so Messages rüberbringen. Weißt du? Safe. So, du bist so auf einem bestimmten Level und da sagen die so, ja, damit du jetzt diesen Vertrag bekommst oder diese Show machen kannst, musst du aber dafür so wie Lil Nas X, keine Ahnung, in der Musikvideo auf einen Teufel twerken und so ein Scheiß. Und dann sind so diese ganzen Messages oder Lyrics erwähnen oder sowas. Das sind diese ganzen Messages, die, wer schaut diese Artists an, wer schaut zu denen hoch? So, wer sind auch die Leute, die am meisten Einfluss auf die Jugend haben, so? Diese Artists, weißt? Und die sehen dann diese Teufel-Dinge und die normalisieren das, so diese Teufel-Sachen. Nein, Bro. Also, das ist einfach... Die wollen damit anspielen, das ist die Verschwörungstheorie, was ich sehe. Die wollen damit anspielen, dass sie einfach ihre Seele an den Teufel verkauft haben, Bruder. Safe. Es ist ja so, ja, man sagt ja so, man kann seine Seele an den Teufel verkaufen. So, er macht dir, schau, du verkaufst deine Seele an mich, dafür kriegst du, dafür bekommst du das, aber deine Seele gehört mir so auf den, das machen? Anders in der Hölle. 100 Millionen, 100 Millionen. Das wollen sie damit anspielen. 100 Millionen.
100 Millionen. Bruder, die sind eh reich. 100 Millionen. Was muss ich dafür machen? Seele verkaufen. Ja, was heißt das? Du bist einfach der Hund vom Teufel. Wenn er sagt, du stirbst, stirbst du. Und wenn du stirbst, kommst du in den fixer Platz in der Hölle. Aber VIP halt. Du verkaufst ihm deine Seele. 100 Millionen halt. Das ist meine. Du verkaufst ihm deine Seele, dafür hast du einen fixen Platz in der Hölle. Aber auf erdlichen Leben, also wenn man das, weißt du, so religiös schaut, auf erdlichen Leben geht es dir dann gut. Aber du landest dann in der Hölle halt fix. Ja, man sagt ja auch, dass diese ganzen Rapper Seele verkaufen, weil sie tun ja die ganze Zeit was der Drogen, Alkohol und alles so. Zelebrieren. Nein. Diese Weiber, dass sie sich ausziehen und so weiter. Das ist ganz was, ich finde, das ist was anderes. Ich sage, das ist alles Hype-Dings. Nein, die sagen ja, deren Ruhm kommt, weil sie den Teufel ihre Seele verkauft haben. Deshalb werden sie auf einmal Popstars. Ja, so mein reich, mäßig, der Teufel Musiker soll einfach diese Leute repräsentieren, meinst du, so mäßig. Nein, diese Bro, Verträge, der Teufel macht sie, der Teufel macht sie rich, Bro. Weißt du, was ich meine? Ach so, du meinst, weil diese Blödsinn, die ganzen Sachen, die sie zelebrieren, ich glaube, das ist Blödsinn. Das safe nicht. Wenn dann, was ich mehr glaube, ist, dass zum Beispiel, dass sie das so eine Message rüberbringen, dass der Teufel quasi die Industrie ist, weißt du, was ich meine? Ja, die machen das einfach nur, weil das ist einfach nur ein Gesprächsthema. Das ja, war's. Das kann auch Bruder, sein. Bruder, das ist ja kein nices Gesprächsthema. Doch, ja, aber es lohnt sich. Denen ist einfach egal. Jede Werbung ist gut. Ja. Egal, ob sie schlecht oder den gut, ist positiv, egal, negativ. So sehen die das. Die sind halt so wir. Aufmerksamkeitsschlampen, Bruder. Ja, ich. Bruder, XXXTentacion hatte sogar ein Lied drüber. Ein Song, wie er seine Seele an den Teufel verkauft hat. Ja, ja, aber dann danach alles hochging. Dann wurde umgebracht. Von Drake. Die Theorie gibt's auch, Alter. Glaubst du dann? Ich glaube schon, Drake hat ihn umgebracht. Ich glaube nicht. Aber weißt du, was zu dieser Verschwörungstheorie? Stell dir vor, die sagen so zu Drake, weil X war ja so ein bisschen so ein woker Junge mäßig, weißt du? Ja. Was ist los mit dem? Wo ist der Raum? Aber so woke, weißt du? In US, Bruder, er packt sein Leben nicht. Auf jeden Fall. Psychose jetzt leise. Ich sehe gleich Jeans so hier, Bruder. Stell dir vor, Drake, das war ja kurz bevor Drake so sein Haus gebaut hat und seinen Scheiß. Stell dir vor, die haben diese ganzen Firmen und so, haben zu Drake gesagt, so am Anfang, ja, X, der versucht so die Musikindustrie zu exposen mäßig. Ja? Yeah. Was redest du? Fick mein Leben. Also, und dann haben sie zu Drake gesagt. Wir sind von X tot, Bro, er kommt mit Haus bauen von Drake. Ja, warte es geht mal, lass darum, mich doch mal. Es geht warte, lass mich aussprechen, ja, Bruder. Was ist los mit dem Typen, Alter? Und dann. Will ich nur sie haben damit Drake aufs nächste Level kommt, mäßig in der Industrie, geldmäßig, was weiß ich was. Damit X diese ganzen Leute nicht exposed, muss Drake, hat Drake irgendwelche Leute angeheuert, um ihn zu töten. Oh ja. Damit die Leute, die ihn eigentlich töten wollten, haben ja nichts damit zu tun, weil Bruder Drake, also Drake jemand tötet, weißt. Aber so haben sie X-mäßig aus dem Weg geräumt. Irgendwann mal, du bist auf so einem Level, jemand fuckt dich ab und du kannst ihn einfach so jemand schicken, dass er umbringt. Würdest du das machen? Nein, Bruder. Du schon? Ja, fix. Im Rahmen dann auch noch, ey. Ganz ruhig. Jemand geht dir mies auf die Eier und du kannst einfach so. Alles weg. Nein. Was eben heißt auf die Eier, Bruder? Hat er mich, schief angeschaut im Club oder hat er meine Mutter? Das ist ein Grund, bestimmt, oder? Keine Ahnung. Nein, das ist sehr extrem. Aber glaubst du nicht, dass das so sein kann? Safe. Es gibt sicher Leute, die. Aber ich glaube nicht, dass Drake oder jemanden beauftragt, um jemanden zu killen, oder so. Safe. Oh ja, Star, safe. Hätte ihr das Geld und Macht. Bruder. Also bei X. Hä? Wenn Toni Macht bekommt, dann ist der ein oder andere unter der Erde. Ja, lieber bricht sich um. Ich mach Blödsinn hier. Na, Bro. Drake hat ihn umgebracht. Glaubst du ehrlich? Ja. Safe. Würdet ihr was mit einer Frau haben, die so 666 auf Ding hat? Nein, nein. So tätowiert oder so? Ja. So, wenn du was mit dir hast, dann siehst du es erst dann. Ja, aber würdet ihr dann sagen, so, nein, ich bin raus. Sie ist Teufelsanbeterin. Bruder, alles, was mit dem Teufel scheiß zu tun hat. Safe, das ist urlustig, das ist urlustig sicher. Mit dir hast du darüber zu reden? Weil, ja, ich würde mit der reden, ich würde die töten. Also beim Reden halt. Weißt du, was? Weil sie tut ja diese Dings verharmlosen, der Teufel, Satanismus, bla bla. Wer ja dagegen? Wenn du davon ein Tattoo machst. Thema. Ja, das Ding ist, Lil Uzi und sie haben auch Tattoo davon. Echt? Wer? Ja. Wer? Playboy Cardi hat auch. Playboy Cardi hat auf seinen Nacken Satan tätowiert. Aber Playboy Cardi will ich ja nicht. Was holst du mir jetzt da? Was Snake ist das jetzt? Bruder, ich schreibe, na, ohne Spaß, jetzt ehrlich, ich glaube. Er macht doch seine Musik, seine Teufel. Der wirklich Seele an Teufel verkauft. Ja, aber wenn du das tätowierst, das ist ja deep, als du hast deine Seele verkauft. Oder nicht? Oder ist es wirklich nur deswegen und der findet das gleich so? Ja, ich glaube, die haben deren Seele verkauft. Aber Satan tätowieren ist ja schon grindig, Bruder. Ja, es gibt eh Leute, die tun sich so komplett. Hast Körper. Du Satan tätowiert? Du? Nein, hä? Das ist schon dein Ass, oder? Satan-Tattoo. Es gibt schon ein paar Nass-Tattoos. Bro, what the fuck?
Ja, schaut eh teilweise nicht schlecht aus, aber es ist halt gegen die Dinge. Was heißt, er schaut nicht schlecht aus? Er schaut einfach nur scheiße aus. Nein, so Satanismus-Sachen schauen ja urnice aus. Bruder, what the fuck? Ja, dann mach dir lieber eine scheiß Blume oder so. Bruder. Es ist halt Blödsinn, aber schaut halt geil aus. So diese Weste, diese. Ja, er hat einfach Hörnern nur. Bruder, so er hat aber nicht so ein Symbol, Bruder. Er steht einfach nur in Blockschrift Satan. Nein, Symbol. Bruder, sowas nicht mal laut sagen, dass du so Symbol Not und so weiter. Diese da mit diesem Davidstein umgedreht, Fire. Schaut schon crazy aus, könnte man sagen. Er schaut crazy aus. Das schaut gut aus. Das dürfte nicht laut sagen, Bruder. Allgemein, die Sachen. Es ist nicht okay, aber es schaut crazy aus. Nicht erlaubte Sachen schon geil aus. Er schaut so verrückt aus einfach so. Nicht erlaubte Frauen auch. Was meinst du? Ja, aber ich sage, schaut halt nice aus. Er schaut halt so schon, wenn er einen Chef hat, du hast eine Frau und sie hat so auf einmal so einen am Bauch, so, ey. Du denkst so, was geht bei der ab, was? Die ist gefährlich. Die ist gefährlich, was? Eine gefährliche Frau. Bruder, und umgekehrt ist das genauso. Stell dir vor, du hast machen. Ja? Ich bin kaputt, Bruder, jetzt ohne Spaß. Versuchst du gerade einfach nur zu provozieren? Oder ist nein, ich bin komplett Ding. Dagegen, aber das schaut nice aus. Es ist so. Es gibt so Sachen, ob es nice ausschaut oder nicht, Bruder, es ist Crack. Ja, ich würde Teufel machen. Ja, es ist eh scheiße. Aber schaut geil aus. Ja, aber man kann ja sagen, es schaut gut aus. Ja. Nein, so wie 6-6 schaut ja auch, diese drei Zahlen schon auch fleischig aus. 6-6-6. Ist so hart, was geht aus. Ja, gell? Es ist doch so, ich könnte es nicht sagen. Sagst du dazu? Ja. Sowas, erstens spricht man sowas immer laut aus, Bruder. Zweitens dürfen diese Zahlenkombination darf nicht mal in deinem Kopf sein, Bruder. 6-6-6. Ja, nein, das ist nicht gut einfach, Bruder. Das ist eh nicht gut. Das ist eh nicht gut. Das sagt ja keiner das korrekt so, aber es ist einfach. Es schaut halt. Das ist wie als. Nein, Bruder, das ist. Nein. Schick's mal einen Vertrag zu, ich will mal durchlesen, was so die Kriterien sind. Alles. Würdet ihr eure Seele an den Teufel verkaufen? Angeblich, wenn du ganz fest daran denkst. Denkst, besucht er dich im Traum und dann gibt er dir ein Angebot. Oder im Endeffekt. Was? Ja, wenn du ganz fest daran denkst, dann kommt der Teufel zu dir und gibt dir ein Angebot. Ja, mit Stiefel Vertrag, so Bulle. Im Traum, du warst so scheiße. Aber ja, Vertrag unterschrieben, machst Bild mit Trikot. Nicht im Traum, kann auch sein, dass du echt ehrlich bist. Teufel oder halt über diese ganzen Sachen mit. Bro, mit denen kann man nicht reden, schau dir an, diese Dummköpfe. Ich check gar nicht, was gerade. Ich bin urverwirrt. Wir sagen ja, es ist nicht gut, aber es schaut einfach flashig aus. Es schaut flashig aus. Dieses Thema ist auch so interessant einfach. Übernatürliche Sachen. Jeans, Dämonen. Ja, Hexen, Hellseher. Stell dir vor, die passiert im echten Leben, dass einfach der Teufel kommt, Bruder, das ist flashig. Ja, stell dir vor, du hast mal eine Psychose, Mann, du siehst einfach einen Djinn. Ja, ey. Der Gedanke fickt meinen Kopf wieder nach. Bruder, du scheißt dich an, aber das ist halt krass. Ja, es ist so eine Sache, oha. Ja, ey. Ja, okay, das ist aber gerade wieder was ganz anderes, als dass das Symbol nice ist. Stell dir vor, du träumst, der Teufel kommt zu dir, Alter. Wenn ich den Teufel echt sehe, dann ihr sagt schon, ihr fühlt es wie ein Mädchen, 666 tätowiert. Nein. Doch. Weil ihr seid behindert, Bruder. Das, ihr vergleicht gerade den Teufel. Wenn der Teufel in Person vor mir steht, dann ist flashig, Bruder. Du stell dir vor, eine Person, ey, so in. Oh, Alter. Nein, ich rede mit dir und du merkst so diese Kälte, diese Bad Energy, Bruder. Oh mein Gott. Ja, Bruder, Marco. Es ist flashig, Alter. Bruder, so geil. Danach gleich in die Kirche, weißt du? Aber trotzdem, für den kann Moment. Ich hä? Nimm dich mit, Bruder, erstmal. Also ich würde sagen, du findest das nice, wenn nicht, du das siehst. Ich verstehe das nicht. Es ist nicht nice, aber es ist einfach interessant. Es ist interessant. Das ist so, als würde ich, keine Ahnung, das ist einfach ein Thema, was so interessant ist. Es ist spannend. Schau, zum Beispiel. Es ist scheiße, nie im Leben, spannend. Nie im Leben würde ich Heroin nehmen, aber es ist interessant zu wissen, wie es wäre. Okay, es ist auch cool zu sehen, oder? Facts. Naja, gut, wenn jemand mal geht, nicht, aber es ist interessant, wieso? Wie das wäre. So. Was? Ist ja eh ganz cool, hey? So das auch zu sehen. Ja, das jemand treibt, Alter, was? Nein, wir treiben nicht. Yes. Es ist doch spannend, solche Sachen zu sehen, die man nicht kennt. Es ist spannend. Wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, in die Kirche gehe, ich sehe eine ganz andere Sache, die kenne ich ja nicht. Wir sind ja Moslem, wir haben was anderes gesehen. Kirche ist wieder was anderes als der Teufel, ich mein sag Freund. Ja, aber stell dir vor, auf einmal. Ja, die verstehen nicht, es ist Teufel. Ich weiß, Scheiße. Was du meinst, aber ihr sagt das gar nicht. Es ist eine Sache, die spannend ist. Würdest du nicht von Weitem, so zum Beispiel so ein Kult, sie beten so Teufel an, so einfach zuschauen? Ja! Einfach zuschauen. Okay, ja. Nein, ich will mich von so etwas fernhalten. Wenn ich nein, sehe, es ist warte, nein. Schaut sich auch Dokus an und so. Todes anscheiße von Scheiß. Ich hätte aber Angst. Ich hätte richtig Angst. Warte, aber ich würde es trotzdem zuschauen wollen. Das ist genauso wie wenn du Horrorfilme schaust. Das ist ja auch Teufelscheiß. Ich schaue keine Horrorfilme. Das ist scheiße gegen die Kirche, Bruder. Ich schaue die Scheiße nicht, Bruder. Ich schaue auch nicht, aber nicht das Kirche. Ich sag ehrlich, ich habe auch ein bisschen Angst, Bruder, auch. Ja, aber auch, weil es gegen die Kirche ist, Bruder. Ich habe auch Angst. Aber es ist spannend, dass das Ding, das Adrenalinkick, den ich habe. Schaut, es ist interessant und so. Das ist genauso wie Leute gehen in verlassene Häuser, wo angeblich spukt. Das ist so nass. Bruder, ich scheiß mich da an.
Ja. Aber es ist diese Spannung. Es ist dieser Adrenalinkick. Ich verstehe nicht, okay, okay, und das Ganze, das verstehe ich, aber das mit den Tattoos und so. Danach, das, Woche das, Angst, das aber... Erste Punkt, ihr schwärzt Uhr ab, oder der einzige Punkt, der mich gerade abfuckt, den ihr gesagt, ihr willst ein Mädel sehen mit einem Tattoo und ihr willst ein krankes Tattoo. Und ich sage euch, Playboi Carti, das harte Tattoo. Und ihr sagt, es ist... Ich würde gerne mit Playboi Carti reden. Es ist weder was in deinem Kopf abgeht. Ja, ja, aber es ist nicht ein nices Tattoo, Bruder. Darum schau, alleine diese... Man darf so etwas nicht nice schau, finden, Jungs, ist, hallo. Schau, na sicher ist es interessant. Erst lass mich mal, Bruder, ja. Alle auf einmal ganz Zeit. Ja, du redest jetzt 10 Minuten das Gleiche. Ja, weil wir auch das Gleiche reden. Wir sagen dir 10 Mal, wir finden es nicht gut, aber es gibt manche Symbole, die schauen einfach nice aus. Ja, optisch einfach gesehen. Ich könnte auch sagen, ein Symbol von früher schaut nice aus, aber... Ach du Scheiße, Bruder. Es schaut halt flashig aus. Ich weiß, er schaut halt flashig aus. Es ist nichts Gutes, aber er schaut flashig aus. Ich finde jetzt nicht so düstere Bilder und so weiter, die dir Angst machen, schon flashig aus. Aber, es ist aber halt, sie sind schlimm und es sind Dämonen oder irgend so ein Stress, aber es schaut flashig aus. Deswegen sind sie, er schaut interessant aus. Perfekt. Und er schaut auch irgendwie cool aus. Nein, schaut. Er schaut einfach cool aus. Nein. Und deswegen, die sagen es ja auch so gehabt. Es ist genauso wie Waffen. Waffen sind schlecht. Aber die schauen nice aus. Es schaut cool aus. Hast du mal eine Machete gesehen? Oder eine Machete? Aber du kannst doch nicht eine Waffe mit dem Teufel vergleichen. Ich weiß schon, was sie meinen, Bruder. Es ist nur eine Sache, es ist scheiße, aber es ist einfach... Die sehen das Design ohne Hintergrund. Genau. Darum geht's. Oder zum Beispiel Playboi Carti Konzert, das ist eigentlich so Dämonenscheiße. Ja. Diese Musik und so weiter, es heißt ja, dass diese Musik, wie sie gemacht wird, von diesem... Verschwörung. Diese Untertöne... Ja, das so Bass und diese ganzen Aidoids und das sowas ist so angeblich. Teufelsding und so weiter. So Frequenzen. Aber wenn du bei einem Playboi Carti Konzert bist und es ist Teufelscheiß, es ist aber krass. Es ist einfach Turn-Up, Mann. Es ist einfach das krass. Es ist so. Ich glaube nicht an das Ganze und so weiter, aber im Moment, dieses Ding, vielleicht, okay, vielleicht Sünde, weißt du, aber in dem Moment... Chillig. Aber es ist so. Nein, es ist halt krass. Aber es ist so. Es ist halt nein, krass. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Schaut, es ist ein interessantes Thema. Es ist ein interessantes Thema. Zum Beispiel Drill ist ja auch eigentlich so ein bisschen teuflisch. Ja. Aber es ist einfach so böse. Drill ist ja auch komplett scheiße. Böse Musik einfach. Ja. Es wird über Gewalt alles mögliche gerappt. Aber viele sagen es halt, ja. Was ist das Problem? Das ist halt das Problem. Aber du bist nochmal eine Stufe zu hart, Jungs, ehrlich. Schau, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, theoretisch ist Drill... Dann darfst du einfach nicht mal laut aussprechen. Teufel, ich hasse Teufel. Ich fick Teufel. Aber die Sachen sind spannend. Ich schau das gerne an. Zum Beispiel manchmal, es kommt so oft... Manchmal, wenn du zum Beispiel TikTok gehst und es wird dir auf einmal so gruselige Scheiße empfohlen, ich geh drauf, ich schau mir den Scheiß an. Ich scheiße mich an. Ja. Und ob ich das im echt erleben möchte, keine Ahnung, weiß ich nicht, weil gefährlich. Aber es ist extrem interessant. Schaut, es ist ein interessantes Thema, aber man soll sich in diesem Thema einfach nichts zu tun haben, Bruder, weil das hört sich nicht an. Ah, du übertreibst auch, Bruder. Es ist so, Bruder. Ja. Du hast schon Angst. Was die meinen, aber halt, Bruder. Natürlich habe ich Angst zum Teufel, Bruder. Hast du schon mal ein Feuerzeug über deine Hand gehalten, Bruder? Du brennst dein ganzes Leben, Bruder. Was labert ihr, Bruder? Wisst ihr, wie die Hölle, wie heißt die ist, Bruder? Egal, wenn ich an Gott glaube, macht mir keiner was. Ja, egal, soll kommen, wer will. Ich glaube an Gott, passt schon. Nur weil ich das interessant finde, ich mach's ja nicht. Ich finde viele Sachen interessant, die aber scheiße sind. Ich finde es aber spannend zu sehen mal. Diese Sicht mal zu sehen, auch wenn ich die nicht glaube, würde ich es gerne sehen. Ich würde gerne sehen, wieso er das überhaupt denkt. Ja, wieso macht er das? Ein Satanist, wieso ist er überhaupt so? Wie im Bundeswehr, wir hatten einen Typen, er hat so eine komplett andere Sicht von der Welt. Ja. Aber es ist halt spannend zu sehen, wieso. So, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er war auch, Teufel ist der Beste, Gott ist Blödsinn. Wieso? Ja, hat er erzählt? Das ist halt in seinem Kopf halt so. Wieso ist es so? Genau, Psychose, man, ich weiß nicht. Schaut, dieser Punkt, da bin ich mit euch. Es ist halt seine Sicht und das ist halt spannend zu sehen, Mann. Ja, natürlich ist ich verabscheue den Typen, ich sehe auch, du Idiot, was redest du? Aber es ist halt, es ist Menschen sind halt unterschiedlich, ja. Na, Bruder, ich verabscheue sowas, für mich ist es ein Ob, Bruder. Was sage ich? Ja, ich bin seit Gott, er seit Teufel, wir kämpfen, Bruder. Was sage ich? Ja, aber was sie hören wollen, ist, sie wollen hören, wieso ist er auf wieso macht Seite? Er das? Ich will auch hören, wieso. Ich will auch von einem Islam, ich will auch von einem Islamhasser hören, wieso er Islam hasst oder von einem Christhasser, wieso er diese Religion hasst. Ich würde das ja gerne hören. Ich kann jetzt zu denen hingehen und sagen, hörst du Hurensohn, blabla, gesterben. Wie kommst du auf das? Wo kommt dieser Hass? Ja, und das will ich verstehen. Aber das verstehen wollen und das nice finden, auch allein das Design nice finden, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kannst du sagen, was du willst. Wir sagen dir, das Design, dieser... Ja, ohne Hintergrund, ja, okay. Und das geht's ja. Ich sage nicht, weil es der Teufel schaut, das ist geil aus. Es ist aber nur dieser Design, schaut nicht nice aus, genau. Zum Beispiel. Der Polo schaut geil aus wegen dem Design. Zum Beispiel, es gibt diese eine von Lucy, hat so eine Kreuzkette, die umgedreht ist. Ass out komplett. Ja. Yeah. Bruder, das ist Dreck. Vom Bedeutung, aber schaut nice aus. Flashig aus, ja. Er schaut flashig aus. Er schaut nice aus. Wenn es so anders ist. Ich würde im Leben nicht tragen und ich feiere das nicht so für die Meinung oder für das, was er steht, aber er schaut nice aus. Es geht nur darum. Er schaut einfach nice aus. Wir bleiben unserer Meinung stark. Aber ist so.
Ich sehe es aber. Ich will die Menschen verstehen. Ich will wissen, wieso die das machen. Nee. Ja, ich auch. Ich will auch nicht überlegen, wieso. Weil vielleicht, wenn ich ihn frage, wieso, und wir diskutieren, vielleicht ändert es seine Meinung. Und Loki, ich hätte, glaube ich, auch, wenn ich mit so jemandem rede und er sagt mir so, ja, ich verfluche dich. Ich würde, wenn er so richtig, wenn ich merke, er ist kalt und so richtig ein schlechter Mensch, ich hätte auch vielleicht ein bisschen Angst, so, aber. Ja, safe. Aber es wird mich so ein bisschen. Okay, ich gebeten jetzt. Mach's mir nix. Weißt du, was ich meine, aber. Ja, ich würde es auch interessant finden und wissen, wieso. Deswegen, wir rufen einen Typen, ich suche einen. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja angeblich diese Kults, wo sie sich so in Häusern treffen. Ohne Spaß, organisieren so einen Typen, der so einen Satanisten. Aber nicht in dieser Wohnung, Alter. Ich möchte so einen Typ nicht in der Wohnung. Ah, jetzt auf einmal willst du doch. Ja, nicht in der Wohnung. Ja, aber in der Wohnung verstehe ich auch. Ja, weil das ist so private ungern. Ding, ja, das ist ungern. Ja Gottes Haus. Halt, mir ist egal, ich schlafe nicht hier, weißt du? Hey. Aber so irgendwo, wo ich nichts damit zu tun habe. Wir gehen zu ihm nach Hause. Na, Bro. Safe. Wenn ihr nicht mitkommt, keine Männer. Schaut, der einzige safe Ort, so. An dem wir so ein Podcast ja, machen können, ist die Kirche vielleicht. So. Das andere ist alles. Einfach in Kirche drin. Einfach in Gottes Haus. Wieso nicht bei ihm? Er kann uns auch die Sachen zeigen. Das ist doch voll spannend. Ja, dann müsst ihr Doku machen, halt oder? Kranke Leute. Es gibt halt kranke Leute, Mann. Das ist halt deren Welt. Und naja, die müssen wir auch machen. Sehen. Okay, Bruder, aber zum Beispiel, ich soll einfach hierher kommen, dann wird eh nichts machen, Bruder. Nein, hier will ich nichts. Er lässt ihn dein Spiel. Bruder, häng hier ein Kreuz auf oder irgendwas. Chill, Bruder. Nein, ich will dich nicht haben, Alter. Wie ja, weißt du, wo ich wohne, weißt du? Betroffene Typen schnell oder so. Er weiß, wo ich wohne, verflucht noch die Wohnung. Stell dir vor, in der Nacht, du machst so Balkon auf. Weißt du, ich könnte. Nein, er darf nicht her sein. Ist diese Wohnung gesegnet? Von wem? Von wem? Roger? Von einem Fahrer? Ja, ist keiner hergekommen und hat es gesegnet. Ne? Ja, dann hol jemanden her, dass die Wohnung segnet und dann hol den Typen. Ah, ja, hol Hoja auch wegen uns. Ja, das ist unsere Sicherheit auch. Komplette Dinge. Na. Ja, wir holen ihn dann her, er soll die Hütte hier segnen und dann. Ja, weil wenn er. Schau, ich glaub's zwar nicht mit dem Verfluchen, aber was wenn doch. Satanist. Wie geil wäre das? Das ist doch voll spannend, oder nicht? Ja, das ist der Org abgehen, sagt er ehrlich. Wer sitzt neben ihn? Safe nicht. Du nicht. Ah, ich sitze immer neben dir. Wir halten zusammen. Ja, ich sitze. Na, ich hier dann. Na, wir gehen dann in diese andere Wohnung von mir. Oh. Da könnten wir das machen. Airbnb ist eher ein notloser Ort, Bruder. Ja. Gottloser Ort, Alter. Wir schieben ihn. So, ich schwöre, das ist ein gottloser. Na, das ist ein urspannendes Thema. Das war aber krank, Alter. Ich suche. Arg unnötige Diskussion, Loki hat geführt. Ja, ich würde ziemlich gerne mit so einem Typen, der so Geister so filmt und so einen Scheiß mitgehen und in ein Geisterhaus. Stell dir vor, du siehst auf einmal was. Du scheißt dich an. Ich glaube, das ist einfach nur diese. Man das hat Ding ist, ich scheiß mich an, aber ich scheiß mich nicht an. Ich glaube eben null an sowas. Ja, aber trotzdem scheiß ich mich an. Halt an. Das ist das Lustige. Das Ding ist, da kann irgendein Typ sein. Ich würde denken, da ist irgendein Typ und vor dem hätte ich Angst. Aber ich hätte nicht Angst, dass da ein Geist ist oder so. Aber ein Djinn? Ein Geist ist ja sowas wie ein Djinn eigentlich, oder? Ein Dämon halt. Ein Djinn lebt ja unter uns. Ja, aber ich habe irgendwie. Ich glaube nicht, dass die. Warum sollten die zu mir. Ein Djinn ist ja immer. Nicht. Ein Djinn ist. Schläft nicht in der Nacht nicht ein Djinn immer neben dir? Ja, trotzdem, Mann. Hör auf, ich kann nicht schlafen. Nein, das ist so. einer schläft immer neben dir in der Nacht. Das weiß ich. Immer beten, einer kann sich ja auch in dich verlieben. Immer beten. Es kann ja auch schlecht und gut sein. Wenn er sich verliebt, was ist denn? Hast du ja, es kann ein schlechter sein, der dann deine Liebe. Warte, aber ist das. Ich habe das so gehört. Ein Djinn, ein Mensch. Ich möchte eine Theorie hören. Okay, sag dir ehrlich, ja. Mit Djinns kenne ich mich so. Ich auch nicht so gut, aber so ein paar Sachen habe ich so gehört. Wenn es ein schlechter ist, er kann sich nicht verlieben. Okay. Er kann zum Beispiel dein Liebesleben mehr machen. Deswegen. Du verliebst dich ja nicht mehr in dein Leben. Es kommt passiert nur Schlechtes halt. Das ist so diese Theorie. Ich weiß nicht, ob es so stimmt. Hat er nur Einfluss auf dich? Oder auf, ja, auf alles dich um dich halt. Rum, oder? Wie Schizophrenie. Mal, im psychologischen Sinne, du hast ja Stimmen und sowas. Bei uns ist ja ein Djinn in dir und der redet mit dir irgendwie. Zum Beispiel, früher hatte ich immer den Gedanken, Psychologe zu werden. Allein um mit diesen Leuten zu reden, Alter. Das ist so spannend, ja, aber. Das ist extrem spannend, Alter. Ich war, du redest mit einem Schizophrenen und so. Ja, ey, der ist auf einmal, der zuckt aus. Oder crazy. Auf einmal ändert seine komplette Stimme, ja, alles mögliche. Er redet anders, in eine andere Persönlichkeit. Das ist ja so creepy, aber urnass. Ja, aber ich habe das gehört von Jeans, ich weiß nicht, wie viel das stimmt. Aber das habe ich gehört. Ein Mensch kann einen Genie nicht sehen, oder? Ich weiß nicht. Und wenn er ihn sehen kann, dann hat er tierische Aspekte an sich, oder nicht? Weiß nicht, es gibt, weiß nicht, aber es gibt ja auch sowas, wie heißt es, wenn du schläfst und du wachst auf und dann siehst du eine schwarze Gestalt, also du kannst dich ja bewegen. Ja, das bei uns ja, das ist Schlafparalyse. Ist das nicht vielleicht ein Djinn? Im Islam ist es ein Djinn, der oft ist. Ja, ey. Das ist im Islam. Moment. Boah, das ist mein Albtraum. Habt ihr das nicht gehabt, eine Schlafparalyse? Noch nie? Du schon? Nee? Ja. Echt? 3-4 Mal locker. Meine Schwester, eine Zeit lang habe ich 2-3 Monate lang durch, passiert danach. Das ist schlimm. Ich kenne auch viele, die. Vor dem habe ich Angst, Alter, vor dem Scheiß. Du kriegst ja keine Luft, du kannst ja nichts machen. Du bewegst dich so, du siehst irgendwas schwarz. Es war schwarz. Man weiß nicht mehr, was man da sieht eigentlich. Yeah. Du bist halt nur so und du bist ja wach. Boah, das ist schlimm. Du bewegst dich für ein paar Sekunden nicht und dann stehst du auf, aber so ohne Atem so. Boah, das ist das Fläschige. Das ist schlimm. Das hattest du? Ja. Nicht? Schlafparalysen sind wirklich abgefuckt.
Vor allem, man sieht ja dann immer eine Gestalt und sowas. Meine Schwester hat das eine Zeit lang. Ja. Ich habe auch gehört, dass du warst oft, kannst dich bewegen, du siehst eine Gestalt in der Ecke. Ja, ein Freund von mir, der hat regelmäßig Schlafparalyse. Ich sage. Er ist wach, er sieht alles. Und er sieht halt immer so eine Gestalt bei der Tür, so einen Mann einfach, so einen schwarzen Mann einfach, Bruder. Ibi. Halt kein wir werden jetzt kein Afrikaner, Bruder. Einfach ein Mann in schwarz, Bruder. Einfach eine schwarze Gestalt. Ein Schatten. Ja. Sieht er. Und er kann nichts machen, nicht bewegen, nichts. Er sieht das nur und dann wird er irgendwann wach. Ich sage, das ist crazy. Und deswegen so Jin-Sachen und so sind so spannend. Ja, aber du willst, es ist spannend, aber... Oder so besessene Menschen. Ja, ist verrückt, Alter. Ich weiß, ich eine Geschichte. Meine Schwester war, sie hat eine Phobie vor Schlangen, eine extreme. Ja. Du erwähnst nur Schlangen, sie beginnt zu weinen fast. Sie hat so Angst vor Schlangen. Immer noch? Ja, sie ist 27, 28, keine Ahnung, sie ist schon älter. Ja. Und sie war in Kosovo und sie ist zum Hodja gegangen. Und es war dieser Tag, als sie hingegangen ist, da war dieser Tag, wo diese Besessenen in diese Moschee kommen. Du musst überlegen, das waren halt nur Frauen und so gut wie die Hälfte war besessen von denen. Und Hodja tut ja vom Koran etwas rezitieren. Vom Koran. Und das packen diese Jins ja nicht. Zucken ihr da aus. Ja, das gibt es ja auch im Christentum. Und dann gab es sowas. Exorzisten. Ja, genau. Und da gab es so eine Frau, eine ältere Frau, seine Oma, die saß in der Ecke. Ja. Und die hat das irgendwie in die Wege geleitet. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ist so. Aber sie hat mit Blut Äpfel gewaschen. Und das stimmt auch. Die hat mit Blut Äpfel gewaschen und hat es so jüngere Mädchen gegeben im Dorf. Messi, so sie verhext oder was? In der Moschee oder was? Was für Blut? Sie wohnt. Ha? Was für Blut? Ja, keine Ahnung, Blut einfach. Sie hat einfach Äpfel mit Blut und dann Leuten gegeben. Im Dorf, es gibt ja eine Oma, sie gibt Gemüse oder sowas. Oh mein Gott, ich nehme nichts von Omas. Das Omas aber, sind gruselig erst. Ich weiß, in Kosovo, ich nehme einfach an, weil ich denke, eine Oma, weißt du. Ja, aber isst du dann? Ha? Ja. Scheiße. Egal, und sie hat es gewaschen, bla bla, und ist am Ende rausgekommen. Und jetzt, weißt du, man sagt so, Oma ist schuld, aber ob es stimmt, man weiß ja nicht. Das ist deine Schwester, diese Ding hat. Oder? Ah, nicht meine Schwester. Aber die andere, ja. Diese alle, die in der paar Mädchen dort. Boah, und jetzt, ob es stimmt oder nicht, ein Mädchen wollte an dem Tag von der Moschee springen. Ja? Ja. Weil Fenster war offen, sie wollte hinlaufen. Das sind solche Sachen, ich kann nicht mal glauben. Verrückt, und meine Schwester war dazwischen dabei. Oh, Hoja nimmt die Oma, bringt sie raus zu ihrem Sohn. Von dem Sohn, halt diese Oma, halt die Mutter. Ja. Und der Sohn sagt aber zu Hoja, was soll ich mit der machen? Umbringen darf ich sie nicht, weil das ja haram ist. Ja. Der Hoja selber, ja, du musst warten, bis sie stirbt. Kannst nichts machen gegen solche Menschen. Nee. Die haben das Böse in sich, ja. Ja. Aber es gibt echt Leute, die das benutzen. Aber es sind diese, die leben so. Das meine ich mit Hexen, das sind diese komischen Omas, Bruder, das sind Hexen. Ich sage das nicht. Habt ihr diese TikTok gesehen, wo so eine Hochzeit war? Und hinter so einer, hinter so einem Mädchen stand so eine Oma, hat sich was gepikst. Und ja, bei uns heißt das Sahire. So schlechte Dinge oder was? So. Ich sage, das heißt bei uns Sahire. In Mazon ist das extrem schlimm. Ja. Es gibt auch so in den anderen, aber in Mazon ist wirklich Katastrophe. So, da gibt es auch dieses mit, wenn sich ein Oma amt und dreimal auf dein Dings da klopft, auf deinen Rücken, ist auch irgendwas Schlechtes. Ja. Das sind so urviele Sachen. Ja. Ja, wie oft umarmst du jemanden und klopfst ihn so dreimal? Ja, das spürst du, wenn ich ihn einklopfe. Ja, weil er meint, das kommt dann dauernd vor. Aber ich meine so im Jetzt. Und dann tust du so, weißt du, klopfen. Ja, ey, aber bei unbewusst. Du wirst schon merken, wenn jemand da absichtlich mal. Wenn er dir so macht, oder ich weiß. Bei uns. Elise, schaut dich danach so an. Na, aber bei uns war Lachen zum Beispiel, wenn du auf eine so Walachen Hochzeit, sagt man sich so, auf so eine Hochzeit gehst. Oder irgendeine Feier, weißt du, wo halt viele Walachen sind. Meine Mutter hat mir meine Unterhosen verkehrt angezogen, weil das ist angeblich gegen dieses Schlechte von diesen Hexen-Omas, Mann. Weißt du? Ja, das wird das so ab. Ja, ich habe so Aberglauben. Ja, so auf Aberglauben. Alles ist Aberglaube, wenn du es so sagst. Ja. Und deshalb bei uns, wir ziehen Unterhose dann verkehrt an, wenn wir dorthin gehen. Jede Hochzeit? Nein, Walachen. Ja, wenn so Walachen-Hochzeit, wenn du weißt, da gibt es so schwarze Magie-Scheiße, weißt du. Also, okay. Und du weißt ja nicht, wer... Kennst du jemanden, der so wirklich Walache ist? Ich? Wir haben den Magier hier. Ja, aber so schwarze, meine ich. So, aber die so mit Magie beschäftigt sind? Nein, die so diese schwarze Magie sind. Du hast ja gesagt, was? Walachen sind ja die schwarze Magie. Nein, warum heißt das eigentlich schwarze Magie? Das ist schon sehr rassistisch. Die Schwarzen sind immer... Nein, Walachen sind ein Volksstamm in Serbien, okay? Das ist ein Volksstamm einfach. Eine ethnische Gruppe. Ja. Und die machen so Magie-Scheiße. Ach so. Okay. Die haben so etwas. So wie Rumäner, Vampire. Ja, okay. Walachen sprechen so schnell Rumänisch. Ich kann kein Rumänisch mehr. Ah, die sind Vla. Ja, Vla, Bruder. Ah, das ist ein richtiger Magier. Was für ein Vla, das ist gefährlich, Junge. Ja, das ist das. Okay. Und bei uns, wenn du auf Hause gehst, du ziehst Unterhose verkehrt an, aus Angst vor diesen Omas, dass sie dich nicht... Weil wenn eine Oma zu dir kommt auf eine Hochzeit und sagt,
boah, du schaust so schön aus, dann hat sie dich verflucht, Bruder. Bei uns ist immer, wenn sie sagt, schön, dann will sie deine Tochter, weißt du? Nein. Sie das hergeben. Und deshalb, yeah, und deshalb. Ey, ich hab ne. Hey, schau mal, Tinder. Und deshalb in Serbien, wenn jemand, weißt du, zu dir sagt, ja, weißt du, du schaust so gut aus, weißt du, dann tut sie so, weißt du, damit sie dich nicht verfluchen, weißt du? Damit so als Beweis, wenn so, ich hab dich verflucht. Ah, Orge macht sie vielleicht. Ja, Orge, damit sie keine Augen machen, so, weißt du, das so. Ah, du schießt auf sie. So spucken, so. Crazy, oder? Es gibt eh auch viele Sachen, Mann. Also nächste Dings holen wir einen Satanisten, oder? Meldet euch. Also ich versuche einen zu klären. Weiblich oder männlich, egal. Und dann drehen wir. Boah. Und du sitzt neben mir. Mit, aber mit dem Pullover. Nein, ich sitze neben. Wegen Jesus is King zeigst du dann. Ich sitze neben dem, Mann. Ja, ich hasse ihn, ich hasse ihn. So Bibel und Koran. Ich werde ihn so anschauen. Die sollen deine Sachen mitnehmen, ja. Ich werde ihn so anschauen ganze Zeit. So. Dann verflucht er dich umso mehr weiter, weißt du? Aber wir rufen an Ramadan, weißt du, damit du sicherer bist. Mein Gott glaubt nicht daran, verflucht zu werden, Bruder, ich so. Ja. Weißt du? Du darfst nicht daran glauben, aber. Aber es ist ja so, Jeans können, Menschen können keine Jeans sehen, oder nicht? Weil es, im Islam gibt es ja, sag mal, es gibt nur zwei Tiere, die den Jeans sehen können. Das sind? Katzen und. Und? Was? Keine Ahnung, welche Tiere es noch sehen können. Aber und, sag Hund mal, und Esel. Hund und Esel? Ja. Hund und Esel können Jeans sehen. Deswegen bellen Hunde manchmal so auf einmal aus dem Nichts. Hunde, Bruder, sind einmal. Ich hab mein Leben nicht wieso gepackt. Wieso Hunde? Keine Ahnung, weil es so ist, Bruder. Ich weiß nicht. Hunde dürfen nicht mal bei uns zu Hause bleiben. Oder waren es Katzen? Ich glaube, es waren Hunde. Katzen muss, glaube ich, sein. Ja, vielleicht deswegen. Aber man sagt dir, dass Kinder so, doch Kinder, auch, oder nicht? Hey, Kinder können so Engel sehen und so weiter. Mhm. Es gibt, Bruder, so Geschichten, dass so als Kind so sie sieht auf einmal irgendwas, so ein Engel. Und die reden mit irgendwen so. Oh mein Gott. Es gibt so Geschichten so, dass so ein kleines Kind auf einmal anfängt zu sagen, so da steht jemand mit Engeln und so, mit so Flügeln. Ich würde mich anscheißen. Na, bei Engel würde ich sagen, Chabil, bra. Ja, aber wenn du mir sagst, schwarze Gestalt, ja, schwierig. Was siehst du deine Ecke? Sag nochmal, beschreib ganz genau. Adoptier. Bruder, meine Mutter hat mir eine kranke Story erzählt. Damals, wie wir in 5. gewohnt haben, vor uns hat da jemand gewohnt, der hat sich umgebracht, okay? Boah, und da will meine ich Mutter auch hat gesagt, wie ich ein Baby war, beziehungsweise so klein war, habe ich immer so, weißt du, man hat dann erzählt, wo hat er sich umgebracht, wo lag die Leiche und so weiter. Und wie ich klein war, habe ich immer in dieser Ecke gespielt, wo der Typ sich gekillt hat. Und sie hat gesagt, es war immer so, als wäre noch jemand mit mir, der mit mir gespielt hat, weißt du so. Du bist Teufel. Ich hab so gespielt. Oh, Alter, was ist mit dir? Aber ich kann mich du bist der Best. Du bist der Wildtäter hier. Du Walache, du, Alter. Nein, ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich klein war, weißt du. Aber sie hat mir gesagt, ich hab so. Ich sage ja richtiger Walache, Bruder. Mit mir zum Spielen. Wieso hat sie dich dort spielen lassen? Wieso ja, wohnst du dort? Ich hab nicht mehr dort spielen lassen. Aber wusstest du, bevor ihr eingezogen seid? Wusstest du, wo das war? Was? Wo er sich umgebracht hat? Bruder, ich war ein kleines Kind, Bruder. Ich hab das nie erfahren. Aber wusstest du? Ein paar Jahre erfahren, Bruder. Aus irgendeinem Grund bist du da immer in diese Ecke gegangen. Ja, und hab gespielt, als er noch anstrengend ist. Als würde das bei mir einmal passieren, beim zweiten Mal passieren, ich würde ausziehen. Ich würde mein Kind knocken. Bruder. Aber wusstet ihr davor schon, dass der da gestorben ist oder erst später? Naja, später. Mm. Oh Mann, also. Ich würde Hoja rufen, gleich Säuberung dieser Wohnung. Ausziehen, scheiße, ja, Bruder. Säubern kannst du den Scheiß. Doch. Ja, trotzdem ausziehen. Hoja macht das. Bruder, ich weiß doch einmal, Bruder, mein Hund, dieser Wichser. Ich war um 3 Uhr in der Früh einen Toast machen Hunde, in der Küche, okay? So 3 Uhr in der Früh, 2 Uhr in der Früh, alles ist dunkel, nur Licht bei mir in der Küche brennt. Bruder, ich mach mir einen Toast, auf einmal mein Hund geht ins Wohnzimmer und ich will ihn knurren, Bruder. Was geht ab, Bruder, weißt du? Ich geh ins Wohnzimmer, Bruder, der Typ schaut auf die Couch, Bruder, und knurrt, als würde ein Mensch, mein Hund, er bellt nur, wenn Vögel in der Luft fliegen und sie ihn abfacken, Bruder. Und wenn er Menschen sieht, die er nicht kennt, dann knurrt er und bellt er. Bruder, auf einmal schaut in die Couch, Bruder, und so, Bruder. Ich nehme einen Toast, mach Licht aus, ich laufe rauf, ich habe mich zugedeckt, Bruder, komplett. Ich hatte so Schiss, Bruder. Ja, bei mir auch einmal als Kind. Ja, 9, sowas. Ich gehe so runter und es war so, wir haben so Treppe runter, weißt du? Na, der Erwachsene ist schon 9 Jahre. Ich habe kurz nachgedacht, weißt du? Ich so, nein, das war da mein Kind, ja. Da bin ich auch, ich sehe auf einmal so irgendeinen Schatten, das heißt, ich hab mich angeschissen, ich habe geweint, oder keine Ahnung, was, Alter. Crazy. Auf einmal so Schatten, der sich bewegt, wo ich wusste auch nicht, wohin, Alter, mit mir. Ich ruf's Mama. Aber man hat das Verlangen, hinzuschauen wieder, gell? Ja. Ich schwöre, ich hab so geweint, aber ich hab so im Ecke geschaut. Ja, man hat Angst, gell, dass das Ding. Aber man will sehen. Auch in der Nacht, wenn du so irgendeinen Schatten siehst, irgendwas, gell? Ja. Ist ja nichts, gell? Ja. Aber dieses Verlangen, dieses Spannende. Das ist genauso. Das Adrenalin, das ist genauso so wie geil. Wenn du Horrorfilm schaust. Ja. Und du machst so. Ja, genau. Als ob das was bringt, weißt du? Du willst es sehen. Du willst es sehen, aber du machst so mäßig so, ich schütze mich. Weil so. Einmal dieser Kick bockt extrem. Oder was auch krank ist, Maurice. Das ist auch vor ein paar Jahren, da waren wir in Serbien, Bruder, und meine Oma ist gestorben. Und bei uns, weißt du, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das ist, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber so ein paar Tage danach legt man so Sachen auf ihr Bett,
für sie, dass sie es dann mitnimmt in den Himmel. Dann, weißt du, die kommt dann nach ein paar Tagen, holt es und nimmt es mit in den Himmel. Man legt so, weißt du, Essen oder Kleidung und so, legt man dann auf ihr Bett und so. Und danach? Bleibt das für immer dort? Nein, das räumt man dann auch weg, an diesem, nach diesem Tag, weißt du. Aber verbrennen und so? Nein. Nein, man räumt es einfach weg. Ach so, nur weggeben? Ja. Aha. Und genau an dem Tag, wo sie so eine Fette holen soll, Bruder, ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich habe gepennt. Aber am nächsten Tag, das hat mir Familie erzählt, weil das ist Schwester passiert, mitten in der Nacht, Bruder, meine Schwester hat keine Luft bekommen, hat so begonnen zu schreien, weil es hat sich so angefühlt, als würde sie jemand da würgen, so. Sie hat wirklich gesagt, es hat sich so angefühlt, als würde jemand Hand an Hals halten und da würgen. Ja. Mein Opa hat gehört, wie sie schreit, ist zu ihr ins Zimmer, es hat sie aufgeweckt, weißt du, und erst einmal hat sie so wieder Luft bekommen und sowas. Weißt du, und man sagt jetzt so, ja, meine Oma ist gekommen und meine Schwester mitnehmen in den Himmel, weil sie sie am meisten geliebt hat von allen, weißt du. So ein, weißt du, sie will sie mitnehmen in den Himmel, so crazy, boah. Bruder. Die war lachen, Alter. Bruder, einfach meine Oma wollte meine Oma Geist wollte meine Schwester killen, Bruder. Also du bist Vla? Ja, ja. Kannst du Rumänisch? Nein. Hm. Aber meine Eltern können. Mhm. Crazy, Alter. Sie haben mich nicht beigebracht. Aber du kannst Serbisch, ja. Frage. Nein. Verrückt, oder? So anstrengend für mich, diese Geschichten. Weil ich bin erzähl mal, du was, du bist Sudanese, Bruder. Boah, ich passiert aus die abgefuckte Sachen. Bruder, ich bin bei solchen Sachen, bin ich raus. Boah, ich bin immer dabei. Meine älteren Cousinen, heute ich sehe die wieder. Ich wollte zuhören, was da geht. Urgeil. Ja, weißt du, früher in der Wohnung von meiner Cousine, das ist die abgefuckste, kaputzte Mensch. Aber so spannend, wenn sie was erzählt. Immer. Sie, ja, als Kind, die hatten solche Stories, ich hab geweint fast. Schon, aber immer, es ist einfach geil. Immer, wenn wir in Polen sind, es gibt halt so damals so. So Nachkriegszeiten und so weiter, da sind die abgefucktesten Sachen passiert, so mit Mafia und solche Scheiße, da Leute abgeknallt und so, da höre ich immer urgern zu. Zeige. Ja, okay, aber das ist ja nicht... Aber erzähl, das Mafia ist es. Nein. Geistermafia. Nein, aber so abgefuckte Sachen. Ja, ich höre da immer urgern zu. Das ist so spannend. Ich sitze einfach da und höre zu. Aber so Geister, Gin-Gesichten. Ich wette, in manchen Fällen übertreiben Leute. Ja, die überspitzen das. Die steigern sich eh ein bisschen, aber. Die steigern sich ein bisschen rein, aber egal. Aber ist nice. Egal, Mann. Ich höre gerne zu. Ja. Und ich hätte es noch schlimmer bei den nächsten. Ja, wenn es immer schlimmer wird. Ja, egal, wir Satanisten rufen. Oder einen Besessenen. Einen Schizophrenen. Ja, aber dann hätte ich Angst, Bruder. Ich auch, aber es ist halt uninteressant. Ich kann dich umbringen, also. Na, chill, Bro, wir sind so fit wie Nocken. Denn. Ja, Bruder, der merkt sich dein Gesicht auf einmal, du bist in seinem Kopf, diese eine, ob. Tschüss. Dann bist du gefickt. Dann ist meine Theorie wahr, ich sterbe jung. Was ist das? Ja, aber jung und erfolgreich sollte man sterben. So ist ja. Es. Muss noch ein bisschen warten, weißt du? Glaubt ihr an Jeans? Glaubt ihr an übernatürliche Kräfte? Glaubt ihr an Teufel? Kommentare. Wie findet ihr die Designs? Schauen die gut aus? Ja oder nein? Ich finde ja, die anderen nein. Und du bist auch meiner Meinung. Ja. Schreibt uns die Meinung und wer ein Satanist ist, wer ein Teufel anbetet oder so, schreibt uns. Du bist herzlich eingeladen bei uns. Herzlich, aber ohne verfluchten Scheiße und sowas, bitte. Nein, aber du nimmst drei Gegenstände mit. Was willst du? Was? Mit einer Sache, der Person Kraft gibt, mit der was verschwört und die dritte. Was glaubst du, Bruder? Auch irgendwas. Drei Sachen musst du mitnehmen. Wir können auch einfach Foto einblenden. Oder Foto, ja. Langweilig, willst du so anfassen, nimm Bro. Nimm mit. Ja, ich will das sehen. Nimm mit. Machen wir schon komplett, Alter. Ich will sehen, ob das eine böse Energie hat. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendjemanden, der an so Teufel anbietet und so etwas. Aber wenn du, Bruder, bitte lass uns in Ruhe mit dem Scheiß. Ohne Spaß. Ja, ja. Mach hier, verfluch hier nicht irgendeinen Scheiß. Oder mach dann nicht mit unseren Haaren. Oder machen wir, oder sowas. Christus, wir laden dich eh woanders ein. Nicht der Herr, chillig, Christi. Aber wir respektieren nicht alle. Ja, jeder soll machen. Ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Verflucht. Ist das Opfer dann? Ehrlich, er wird dich umbringen. Ich sag extra nicht schlecht. Das war ehrlich, ich tue vergöttern. Nein. Auf jeden Fall, in unserer Insta-Story machen wir immer so Fitner. Wir machen immer einen Aufruf für Fitner-Stories. Da könnt ihr immer irgendwas reinschreiben, Fragen. Es sind nicht wirklich Fitner-Stories, aber so. Wenn ihr Fitness-Stories habt, gerne, aber einfach irgendwelche lustigen Stories oder was interessante sind Fitness-Stories, damit die das wissen. Oder was meinen wir mit Fitness-Stories? Erklär Fitness-Stories. Danke, Leute, das war's für das Video. Einfach Geschichten, worüber wir uns kaputt lachen können. Einfach, wo irgendjemand Fragen. Scheiße passiert ist. Das hat ja nichts mit Fitness zu tun eigentlich. Egal, schreib's einfach rein, was ihr wollt. Scheiße passiert ist und wir lachen ihn ausmäßig. Die sollen einfach reinschreiben, was sie wollen, Alter. Ja, umso mehr, dann können wir uns aussuchen. Einfach, egal. Einfach rein. Warte, Jungs, ich mach das von vorne. So, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Auf jeden Fall machen wir jetzt, weißt du, in der letzten Folge das Format, eben diese Fitness-Stories.
wo wir Insta-Stories posten und dann könnt ihr anonym reinschreiben, so irgendwelche lustigen Geschichten, die euch passiert sind, irgendwelche interessanten Fragen, irgendwas Interessantes einfach, irgendwas. So Stories, irgendwas. Irgendwas, Mann. Schreibt aber irgendwas rein. Aber nicht zu sehr irgendwas, nicht, dass es nur ein Scheiß ist. Beleidigt uns, egal. Ja. Halt mich nicht, die anderen. Nein. Genau, schreibt das rein und dann am Ende der Folge lesen wir es vor und reagieren drauf, falls es etwas Reagierenswertes ist. So, wir beginnen Reaktion. Mal mit dem ersten. Reaktion. Ich hatte mal Kontakt mit einem Mädchen, wo es schon in die ernste Richtung ging. Als ich mal mit jemandem über sie geredet habe, kannte die Person einen Typen, der mit dem Mädchen auch geschrieben hat und es hat sich herausgestellt, dass das Mädchen mit anderen Typen geschrieben hat und meine Sprüche und mein Vokabular bei anderen benutzt hat. Wie würdet ihr reagieren? Boah, das ist hart. Bitches können immer deinen Slang. Ist ja so schlimm. Ich find's schlimm. Ich find's schlimm. Halt, das ist halt der krasse... Halt Nein, wenn eine Person... Er ist eine Bestätigung für mich. Gell, das ich bin ein nicer Typ. So, das heißt ja, hey, aber trotzdem macht sie was mit anderen Typen, mit deinen Sachen. Egal, das, aber es will ich sein. Macht, Bruder, aber was, halt, sie will ich sein. Schaut, das Ding, no dass homo. Sie mit anderen Typen schreibt, ist sowieso scheiße, wenn oder was ernst mit dir aufzuschreiben, no mit anderen Typen. Ja, das ist nicht nice. Ist schon frech, weißt du, was ich meine? Das ist frech. Aber dass sie dann auch deinen Slang benutzt. Ja, aber das ist ja das ist normal. Es ist respektlos. Disrespect, aber es ist auch eine Bestätigung für dich, dass du so nice bist, dass sie dich. Hey, einfach auf sie dass sie deine Sachen benutzt. Normal, ja, dass sie deine Sachen benutzt. Aber es ist eh Disrespect. Das ist so ein Scheiß wie du boxst einen Pullover und die gibt den Pullover in den anderen Typen, das hinträgt. Bruder, das geht nicht. Deswegen, ich gebe nie was. Das sind zu teuer, die Sachen. Ja, aber das war so dieses Beispiel. Die kann auch nicht deinen Slang bei anderen bringen, Mann. Ja, in dem Fall habe ich ja meinen Pullover noch. Ja, es ist Maya, es ist eh scheiße. Nein, ich weiß so, dass sie mit anderen Typen schreibt, während das ernst ist, ist frech. Und dann noch Slang benutzen ist respektlos. Aber, die immer aber das Ding ist, hat er dadurch herausgefunden, dass sie etwas mit den anderen Typen hat, glaubst du? Nein. Hat sie etwas mit den anderen Typen? Bruder, schon. Oder ist es aber ich würde mir schon denken, so, weißt, stell dir vor, der zeigt dir das und dann siehst du, als ich mal mit so jemandem über sie geredet habe, kam diese Person, Alter, ein Typen, bin ich so der nice, mit dem Mädchen auch geschrieben hat. Chill, bra. Ja, und es hat sich herausgestellt, dass das Mädchen mit anderen geschrieben hat. Ja, dann hast egal, fix sie einfach, Mann. Hast du sie. Scheiß auf die, Mann. Ja, so. Maya. Oder die Story, take, keine Ahnung. Knirra schnell. Wir waren beim Dönerstand und mein Bro ist zum Glas und nicht zum offenen Fenster gegangen und wollte von dort bestellen. Er war nüchtern. Das ist es, Mann. Nächste Nein, Frage. Schau, wahrscheinlich, wenn man es erlebt, ist eh lustig. Ich würde mich auch kaputt lachen. Wenn das so wirklich passiert, so, weißt du, wie das war's. Nicht. Die Story war's. Mehr, bitte. Unass. Ich hab Crush auf Konrad, in Klammer auf Ernst, bin ein Junge ohne Penis. An also guten Tagen eine 7 von 10 und 1,80 ein groß. Ein was? Hä? Ein was? Also ein Vibe. Ein Mädchen. Ah. Eine Frau. Hätte man dreimal gedroppt, Frank. Voll gemerkt. Ja, Konrad, was sagst du dazu? Ja, schöne Grüße. Transgender? Nein. Die arrogante Schiene oder so. Nächste. Würdest du nicht Transgender? Nein. No. Sie ist nicht Transgender, du sagst das immer. Jungs und Jungs ohne Penis. Aber würdest du nicht Transgender, ist die Frage jetzt. Nein. Nein. Aber wie heißt das? Kennen Sie sie aus Amerika, diese Chinesin? Chinese? Ja, nächste Frage. Du willst was? Nein, was könntest du lügen? Also, kennst du nicht diese eine? Kennst du diese Chinesin? Ja, würdest du? Nein. Es gibt ja genug Frauen, wie soll ich jetzt Transgender nehmen? Nee. So. Nein, ich könnte nicht. Ich könnte nicht. No disrespect, aber ich könnte nicht. Kann man Konrad kennenlernen? No disrespect. Überspring diese Fragen. Wie kann man dich kennenlernen? Weiß ich nicht. Insta in der Bio. Donny ist einfach Baby. Eine erste Frage, Mann. Das ist das beste Format. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Halb voll. Ass. Was sagt ihr? Ass. Komplett leer. Komplett leer. Nein, ehrlich jetzt. Seid ihr Optimist oder Pessimist? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Meiner Meinung nach ist das halb voll. Andere Leute teilweise sagen, teils, es ist halb teils. Leer. Es ist einfach halb. Neutralität. Nein, es geht darum, es gibt was ganz anderes. Ich bin Neutralität. Neutral. Bist du optimistisch oder ja, und das war's. Ich bin halb. Hin und wieder so. Ich bin halb. So. Ja, das so, war's. So. Plus, minus. Na, wenn ihr mich kennenlernen wollt, DMs, dann schau ich. Was ist mit dem los? Fazit am Ende. Er sagt so schöne Grüße, er hat sich nochmal neu überlegt. Also nein, ich muss aber eigentlich, wenn ihr mich gerne wollt, schreibt mir. Das war's? Oder dieser Fitness-Session war... War ja Fitness-Ass, Mann. So Fitness-Ass. Fitness-Ass.
Was soll die Scheiße, Mann? Jetzt ohne Spaß. Ich muss mich anstrengen ein bisschen. Es gibt nichts Neues. Ey, meine, können sich uns die ganze Arbeit lassen, Mann. Was soll das? Ehrlich, Mann. Nächstes Mal müssen wir uns davor anschauen. Ich hab vergessen, dass wir das überhaupt machen, deswegen. Gibt ja, ich glaube, wir lassen posten. Das draußen, Bruder. Öfters. Ja, ehrlich, wir machen das, wir machen das noch einmal. Wenn es nochmal so ass ist, dann. Weil diese Döner-Story war zu. Die war schon lustig, die Döner-Story. Shoutout an ihn. Die war krank. Die habe ich gefühlt. Nächste Meme ist das. Aber ass. Ja, short. Und die Story war auch ass. Das war so unlustig, was war das? Short. Lee, kannst du mal vorlesen? Seine Story, diese Döner-Story. Das war so. Die war urlustig, die war super. Nein, ehrlich jetzt, wir probieren das noch einmal, wir noch einmal nur. Nichts. Ich glaube, das Beste ist, nichts, womit man arbeiten gescheite kann. Fragen, gescheite Fragen. Ja. Wenn nochmal irgendwas kommt, womit man nicht arbeiten kann, dann. Das war's mit der Folge. Ich hau hier gleich was kaputt, Mann. Jetzt Jeans beschweren.